Ich werde regelmäßig gefragt, meistens so zu Beginn einer Vorlesung, können Sie nicht mal ein Buch empfehlen, was diese Vorlesung wiedergibt? Und da ich dazu in der Regel nie eine kurze Antwort geben kann, habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video dazu und das kommt jetzt. Aus meiner Sicht kann man die Bücher, die sich so mit den Themen rund um die Softwaretechnik befassen, in zwei Teile zergliedern. Teil 1 sind richtig gute Bücher, die man aber eigentlich nicht so unbedingt besitzen muss, weil es Bibliotheken gibt und Online-Quellen und ganz viele andere Möglichkeiten, an Wissen zu kommen. Diese Bücher aus der ersten Kategorie kann man wiederum in fünf Klassen unterteilen. Die habe ich geklaut aus dem Johannes Siedersleben, der kommt auch gleich noch. Die erste Kategorie habe ich dazu mir selber überlegt. Das erste sind die Softwaretechnik-Klassiker, die eigentlich immer wieder irgendwo genannt werden, wenn irgendwelche Standards aus der Softwaretechnik referenziert werden, gerne mal so in Bachelorarbeiten und dergleichen mehr. Dann gibt es den Bereich der Theorie, der akademischen Theorie, also das, was aus der akademischen, aus der universitären Forschung kommt. Dann gibt es die Bücher über Muster, über Patterns, über Stile. Dann gibt es den Bereich der Technikbücher und dann gibt es noch die guten Ratschläge. Beginnen wir mal bei den Softwaretechnik-Klassikern. Da ist mal als allererstes zu nennen der Helmut Balzert, das Lehrbuch der Softwaretechnik. Das ist in gewisser Weise das Standardwerk, zumindest im deutschsprachigen Raum zur Softwaretechnik. Vergleichbar dazu ist auch der Ian Somerville, das ist über Software Engineering. Englischsprachig. Dann gibt es eine ganze Anzahl von Büchern, wie eben den schon genannten Johannes Siedersleben, wo es jetzt eher um Teilbereiche des Software-Engineerings geht, also insbesondere um Architekturthemen. Von dieser Art gibt es durchaus auch eine ganze Menge. Siedersleben ist auch ein sehr bekannter Autor, der SD&M sehr stark mitgeprägt hat. SD&M ist eine Beratungsfirma, die in Capgemini aufgegangen ist und die sich durchaus sehr um Vorgehensmodelle in der Softwaretechnik verdient gemacht hat. Und ich würde mal unter diese Kategorie von Büchern auch noch die zahlreichen UML-Ratgeber subsumieren, von denen ich jetzt hier nochmal ein Beispiel aufgeführt habe. Diesen Büchern ist eigentlich eins gemein, sie sind sehr dick. Also der Balzert und der Somerville haben beide um die 800 Seiten. Siedersleben ist nicht ganz so dick, aber mehrere hundert sind es bei ihm auch. Und die UML-Ratgeber sind teils dicker, teils dünner. Allen ist darüber hinaus gemein, dass so ziemlich alles drin ist, was man sich so vorstellen kann. Also im Grunde genommen alles, was man immer schon sich nicht getraut hat zu fragen zum Thema Softwaretechnik, was in Standards enthalten ist. Das finden Sie in diesen Büchern. Dieser umfassende Anspruch ist dann in gewisser Weise gleichzeitig Stärke und Schwäche dieser Bücher. Man findet wirklich einen umfassenden Überflug über die gesamte Softwaretechnik, über alle Bereiche, die zu dieser Disziplin dazugehört. Es bleibt aber auch dann in gewisser Weise ein bisschen unstrukturiert. Wenn man also dran geht und sagt, so, ich muss jetzt hier eine Applikation bauen, ein Softwaresystem, wie gehe ich denn jetzt tatsächlich vor? Nehmen wir an, Sie sind in einer kleinen Firma, Sie haben vielleicht ein, zwei, drei, vier Kollegen, mit denen Sie das im Team zusammen machen sollen. Dann werden Sie aus diesen Büchern wenig handfeste Hinweise entnehmen können. Dafür sind die schlichtweg nicht gemacht. Die sind auf einer sehr viel höheren Flughöhe unterwegs und sprechen sehr viel über Prozesse, über Lebenszyklen, über Vorgehensmodelle. Lassen Sie aber ein bisschen allein damit, wie Sie denn wirklich konkret Software erstellen. Deswegen finde ich diese Bücher sinnvoll als Nachschlagewerke. Ich finde sie sinnvoll, wenn Sie mal reingucken wollen, um irgendetwas einzuordnen, was Ihnen zum Beispiel im beruflichen Kontext begegnet. Wenn gesagt wird, Sie müssen diesen und jenen Standard einhalten, dann würde ich immer mal in so einen Ratgeber reinschauen und mal gucken, in welchem Bereich der Softwaretechnik das zu verorten ist.
Und ich vermute mal sehr stark, dass diese Bücher hauptsächlich so gelesen werden, dass man sie also nicht von vorne bis hinten liest, sondern sie in diesem Sinne eher als Nachschlagewerke betrachtet. Dann gibt es den Bereich der akademischen Theorie. Und der ist, das muss ich leider sagen, relativ leer. Die Softwaretechnik ist eins der wenigen aktuellen industriellen Gebiete, in denen, das scheint mir jedenfalls so, fast alle Innovationen nicht aus der akademischen Forschung kommen. Wenn Sie mal schauen, wo die Innovationen im Bereich der Softwareentwicklung der letzten Jahrzehnte entstanden sind, dann finden Sie eine sehr lebendige Kultur von Menschen, denen zugehört wird, die dann über Fachbücher, über Blogs, über Vorträge aktiv sind und sich auf diesem Wege einen Namen gemacht haben. Sie finden weniger Beiträge, die aus Forschungsprojekten, aus Dissertationen oder sonstigen akademischen Forschungsquellen entstanden sind. Um nicht missverstanden zu werden, ich spreche über die Softwareentwicklung. In ganz vielen anderen, auch IT-Bereichen, ist das anders. Da sind die universitären Forscher durchaus Innovationstreiber. Bei der Softwaretechnik scheint mir das nicht so zu sein. Also mir ist jedenfalls kein Werk bekannt, was wirklich einen Einfluss auf aktuelle Entwicklungen in der Softwaretechnik hat und das man hier nennen müsste und was eben so einen universitären Ursprung hat. Kommen wir zur dritten wichtigen Kategorie, die Kategorie der Muster oder Patterns. Da muss man natürlich das Urbuch aller Pattern-Bücher nennen, das sogenannte Gang of Four-Buch, Erich Gammer und Kollegen, Design Patterns, ein Buch, was Jahrzehnte alt ist, immer noch aktuell, immer noch lesenswert, immer noch kaufenswert. Es gibt dazu eine Menge anderer Bücher. Beispielhaft habe ich mal den Joachim Goll hier aufgeführt, Architektur und Entwurfsmuster der Softwaretechnik. Ich kenne das Buch, ich mag das sehr und finde es sehr nützlich. Ich würde auch bei diesen Büchern sagen, dass das primär Nachschlagewerke sind und dass man sie haben kann, auf jeden Fall, aber wahrscheinlich nicht unbedingt haben muss, weil vieles, was man zu Softwaretechnik-Entwurfsmustern, zu Pattern wissen muss, findet man auch durch Online-Recherche, durch eine Menge von Online-Quellen, wo solche Patterns gut dokumentiert sind, weil das mittlerweile ein doch sehr verbreitetes und auch sehr akzeptiertes Stilmittel in der Softwaretechnik ist, sodass sich hier gewisse Strukturen verfestigt haben und zumindest in den elementaren Bereichen jetzt, würde ich mal sagen, nicht sehr viel Neues in den letzten Jahren passiert ist. Dann haben wir als vierten Bereich den Bereich der Technikbücher. Das ist wahrscheinlich der lebendigste Bereich. Ob Sie jetzt mal etwas über Java wissen wollen, über die Neuerungen in den Versionen 9 bis 14, einfach als Beispiel. Ich habe das Buch relativ willkürlich herausgesucht. Ich kenne es selber nicht. Oder ob Sie mal etwas über Spring Boot nachlesen wollen. Oder ob Sie sich mal für die Programmiersprache Rust interessieren, die mit einem kleinen Memory Footprint und großer Laufzeiteffizienz aufwartet und sich daher so für Embedded-Umgebungen als Alternative zu C empfiehlt. Oder eine der ungefähr 15 Milliarden anderen Technikthemen, die es gerade in der IT gibt und von denen vielleicht drei Viertel in 5 Jahren nicht mehr so interessant sind. Diese Bücher sind absolut sinnvoll, notwendig und haben im Allgemeinen doch eine recht kurze Halbwertszeit. Erfolgreiche Bücher werden dann immer wieder in Neuauflagen aktualisiert und bleiben deswegen aktuell. Die Bücher, die das nicht tun, die verschwinden dann wieder in der Versenkung, sind von vornherein kein großer Erfolg oder sind eben dann veraltet. Das sind Bücher, die würden Sie sich wahrscheinlich kaufen, wenn Sie gerade mal neu in ein Thema einsteigen, wenn Sie sehr tief in ein Thema einsteigen. Nehmen wir an, Sie steigen irgendwie im Beruf in ein Projekt neu ein, müssen sich mit einer neuen Programmiersprache, mit einem neuen Framework auseinandersetzen und wollen das einmal so richtig lernen, dann werden Sie sich sicherlich mal ein, zwei, drei Bücher dazu kaufen. Ich vermute aber sehr stark, dass Sie diese Bücher zwar durchaus von Anfang bis Ende lesen, dass Sie aber dann irgendwann diese Bücher beiseite legen und wahrscheinlich höchstens ab und zu noch mal reinschauen,
wenn irgendwas unklar ist. Und auch hier ist es so, dass man bei vielen Themen, gerade wenn man ein bisschen eingearbeitet ist, das Buch eigentlich nicht mehr unbedingt braucht, sondern eher bei Stack Overflow oder anderen Quellen online nachschaut. Dann gibt es schließlich noch die fünfte Kategorie, das sind die sogenannten guten Ratschläge. Ich habe mal zwei beispielhaft rausgesucht, die ich beide ganz gut finde. Das eine ist von Stefan Zörner, Softwarearchitekturen dokumentieren und kommunizieren. Das heißt, der Stefan Zörner hat sich auf diesen Aspekt der Softwareentwicklung besonders konzentriert. Er geht davon aus, dass jetzt ein Softwaresystem da ist, dass es entstanden ist, dass es Architekturentscheidungen gibt, die zu kommunizieren sind. Und er gibt Hinweise, worauf man da am besten aufpassen muss, wenn man das tut. Der Knigge für Softwarearchitekten ist von Peter Ruschka und Gernot Starke. Die haben auch eine Anzahl weiterer ähnlich gelagerter Bücher gemeinsam und jeder für sich geschrieben. Ruschka und Starke sind die beiden hinter dem ARC42-Projekt, was das in Deutschland am meisten verbreitete Template für Architekturdokumentation ist, und sind gefragte Sprecher, was Architekturen angeht. Dieses Buch ist auch in gewisser Weise typisch für diese Kategorie von Büchern, also ein Kompendium von Tipps und Tricks und Kniffen, die sich jeweils auf einen bestimmten Ausschnitt aus der ganzen Softwaretechnik beziehen. Das sind Bücher, die man durchaus auch haben kann. Also ich habe sie beide und die man gelegentlich braucht, weil man da gelegentlich nochmal reinschaut, gerade wenn man sich zum Beispiel damit auseinandersetzt, wie könnte ich denn jetzt für ein bestimmtes Projekt die Dokumentation aufsetzen, haben dann aber für einen selber auch eher, jedenfalls geht mir das so, so einen Nachschlagewerkcharakter. Also auch diese Bücher habe ich am Anfang einmal durchgelesen, habe bestimmte Kapitel überschlagen, die mir gerade nicht so spannend erschienen, habe sie also nicht unbedingt komplett gelesen, aber zumindest einen Großteil davon. Das alles, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, finden Sie natürlich auch im Skript mit der exakten Referenz der Bücher, jedenfalls der, die ich Ihnen empfehlen würde. Aber ich würde jetzt gerne nochmal zu einer zweiten Kategorie von Büchern kommen. Und das sind die Bücher, die man meiner Ansicht nach wirklich haben sollte. Haben im Sinne von selbst besitzen. Ja, ich weiß, die kosten viel Geld. Die gibt es auch kaum gebraucht, billiger, erstaunlicherweise. Ja, es wird wohl einen Grund haben, dass man die gebraucht nicht kriegt, weil die, glaube ich, keiner abgibt. Und das liegt dran, das sind die Bücher, die würde man vielleicht mit auf eine einsame Insel nehmen. Daraus würde man seinem Enkel vorlesen. Von denen würde man begeistert der neuen Liebe auf dem Dach erzählen. Naja, vielleicht auch nicht. Aber das sind die Bücher, die begleiten einen tatsächlich über eine lange Zeit hinweg. Das geht mir jedenfalls so und die fließen in diese Veranstaltung ganz deutlich ein. Und ich habe die gegliedert nach zwei Bereichen und das ist der Bereich Design und das ist der Bereich Coding. Beide Bereiche werden jetzt hier für Softwaretechnik 2, die Veranstaltungen, zu denen diese Videoserie entsteht, aktuell. Zum Thema Design oder Domain-Driven Design im Besonderen das blaue Buch, das haben Sie schon bei Softwaretechnik 1 kennengelernt, der Eric Evans, davon habe ich ausführlich erzählt. Ein sperriges Buch, ein dickes Buch, nicht leicht zu lesen, aber ein Buch, was man auch mehrfach lesen kann und was einem immer wieder in gewisser Weise neue Einsichten gibt und was einen in seinen Konzepten auch immer wieder zum Nachdenken bringt und zum Weiterdenken. Und als Ergänzung dazu würde ich unbedingt den Vaughan Vernon empfehlen, Implementing Domain-Driven Design. Man kann in gewisser Weise den Vernon als ein Weiterführen des Evans betrachten. Eric Evans hat die wesentlichen Strukturen des Domain-Driven Designs niedergelegt und Vaughan Vernon diskutiert die Dinge aus dem Kleingedruckten, die Dinge, die Graustufen darstellen und ist vielleicht doch noch mal etwas näher dran an tatsächlichen Implementierungen und dann vielleicht tatsächlich noch mal, wenn man das blaue Buch gelesen hat, eine wirklich sinnvolle und gute Ergänzung, um Praxisprobleme einordnen zu können. Nicht umsonst heißen die Bücher in der Szene das blaue Buch und das rote Buch. Die haben also schon, braucht man schon gar nicht mehr den Titel zu nennen, da kann man schon nach der Farbe gehen. Und ich habe es bei vergangenen Videos schon mal gesagt, der Eric Evans ist jetzt 20 Jahre alt bald und der Vaughan Vernon ist auch schon ein bisschen älter.
Das sind Bücher, die sind gut gealtert. Die sind erstaunlicherweise jung geblieben und Evans hat es noch nicht mal nötig, eine zweite Auflage zu erstellen. Es ist immer noch die erste Auflage. Höchst erstaunlich für ein Technikbuch. Diese beiden Bücher waren in Softwaretechnik 1 schon von Bedeutung und die werden es auch in Softwaretechnik 2 sein. Wir werden in Softwaretechnik 2 uns zum Beispiel mit dem Konstrukt des Aggregates auseinandersetzen, was durchaus ein ziemlich komplexes Konstrukt ist, mit dem man aber auch viel machen kann. Der zweite Bereich ist der Bereich des Codings. Und hier meine ich Bücher, die einen gewissen Stil des Codings empfehlen, eine gewisse Haltung. Und deswegen passen die nicht so richtig in meine fünf Kategorien vom Anfang. Das eine ist Clean Code von Robert Martin oder auch Bob Martin oder Uncle Bob, wie er auch heißt. Auch so ein Urgestein aus der IT-Szene. Clean Code, ein sehr schöner Untertitel, A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Dieses Craftsmanship gefällt mir außerordentlich gut. Handwerkskunst, wenn man es wörtlich übersetzt. Und Clean Code ist in der Tat eine Art Ehrenkodex für den gehobenen Softwerker, eine Art Handwerkskodex. Was muss ich tun, damit mein Code sauber ist, damit mein Code langfristig wartbar ist, auch für andere verständlich. Wir werden Clean Code in Softwaretechnik 2 anwenden. Ich werde Ihnen das in zwei oder drei Videos vorstellen. Das Wesentliche daraus kann Ihnen nur empfehlen, sich auch das Buch zuzulegen. Das ist ein Buch, was man liest und was einem auch erhalten bleibt für eine längere Zeit hinweg und was einen auch prägt in dem Stil, wie man programmiert. Ergänzend dazu möchte ich Ihnen nahelegen das Buch Refactoring von Martin Fowler. Martin Fowler, der Name ist hier in diesen Videos auch schon häufiger mal gefallen, einer der ganz großen unserer Zunft, einer der aktuellen Stimmen auch nach wie vor, der ist noch nicht so alt. Und das Refactoring-Buch ist auch ein Buch, was eine Haltung beim Coden, beim Programmieren beschreibt. Also weniger gehen beide auf konkrete Programmiersprachen ein, sondern mehr auf Haltungen. Refactoring heißt, ich gehe immer wieder an meinen Code heran und versuche ihn iterativ besser zu machen. Versuche dadurch, dass ich die Funktionalität sehr sorgfältig mit Tests absichere, sicherzustellen, dass ich nichts verschlimmbessere, nichts kaputt mache und versuche dann, die Dinge, die ich als unschön erkannt habe, siehe das linke Buch, siehe Clean Code, in einer Refactoring-Schleife zu verbessern. Und das ist eine Haltung, die man beim Coden durchaus immer wieder haben sollte. Auch dazu habe ich in der ersten Serie schon mal ein Video gedreht, wo es darum geht, dass man in Iterationen denken und arbeiten soll. Und Refactoring ist das Buch zu dieser Haltung. Damit habe ich Ihnen die vier prägenden Bücher für diese Veranstaltung genannt. Die beiden Domain-Driven Design-Bücher von Evans und Vernon und die beiden Coding-Bücher Clean Code und Refactoring von Bob Martin und Martin Fowler. Diese Bücher werden wesentliche Teile von Softwaretechnik 2 prägen und vielleicht können Sie sich ja auch ein bisschen für das Gedankengut begeistern. Die schlechteste Prägung ist es meiner Ansicht nach nicht.